Das Thema Abgrenzung haben wir uns halt vorgenommen, ne? Was würdest du denn sagen? Wieso ist es denn so, so wichtig für hochsensible Menschen und vor allen Dingen auch für hochsensible Mütter? Also grundsätzlich denke ich, dass es immer, egal ob man hochsensibel ist oder nicht, um Grenzen geht. Um die eigenen Grenzen, um Grenzen zu erfahren mit anderen, im Kontakt mit anderen. Und für Hochsensible ist das nochmal spezieller ein wichtiges Thema, weil Hochsensible so viel im Außen sind, weil sie sich so viel in andere hineinziehen lassen, von deren Stimmungen, von etwas, was einfach geschieht im Leben, durch ihre starke Wahrnehmungsfähigkeit. Und deswegen ist es oft schwierig für Hochsensible, ihre Grenzen überhaupt spüren zu können. Also diese ganzen Erziehungsratgeber haben schon auch ihren Wert, sind wichtig und so, aber ich glaube, als hochsensible Eltern sollte man auch ein wenig Abstand davon nehmen können. Das hat auch etwas mit Grenzen zu tun und wieder zu sich selbst zurückfinden und die innere Stimme stärken. Das ist mir ganz wichtig, wenn ich mit Eltern arbeite. So wieder zu dem zurückzufinden, was einem selber wichtig ist, auch was man mitgeben möchte an Werten und in der Erziehung. Also ich spreche hier von der Komfortzone, von dem grünen Bereich, wo wir uns wohlfühlen, wo unsere Grenzen intakt sind, wo wir uns, ja, wo die Temperatur stimmt, wo die Gedankenkreise schweigen und wo einfach alles in Ordnung ist. Und wenn wir uns da drin bewegen, dann haben wir diese Sachen nicht. Dann sind wir nicht fahrig, wir können uns gut konzentrieren, wir wissen, was wir sagen wollen, wir kennen unseren Platz im Leben. Ja, also das ist mir ganz wichtig, dass Hochsensibilität an sich nicht heißt, ich kümmere mich mein Leben lang um die Bedürfnisse anderer. Es ist natürlich ein schöner Zug, es ist auch ein gesellschaftlich anerkannter Wert, das, aber es hat einfach auch Grenzen. Und manchmal scheint es so zu sein, als ob man zwei Schritte vor und einen zurück macht. Aber bitte bleibt dran, es lohnt sich. Irgendwann werdet ihr feststellen, dass euch Dinge nicht mehr so viel ausmachen, dass ihr nicht mehr so schnell irritierbar seid, dass ihr sowohl für andere da sein könnt als auch für euch selber, dass ihr verbindende Grenzen etablieren könnt, eben sowohl eure Sachen vertreten, für euch einstehen, aber auch in Kontakt und in Verbindung mit anderen sein könnt und letztendlich dadurch auch kraftvoll sein könnt. Veränderungen fangen ganz im Kleinen und ganz im Konkreten an. Ich lade gerne dazu ein, jede Stunde einmal so zu sich zurückzukommen und mal so einen Bodyscan durchzuführen, wie man sich eigentlich fühlt und wie es einem geht. Weil so dieses über die Grenzen gehen, das geschieht prozesshaft. Ja, auf einmal merkt man, ui, ich bin jetzt auf einmal ganz flatterig und so. Es hat aber eine Geschichte vorneweg. Wenn wir lernen, intakte Grenzen zu haben und verbindende Grenzen üben, dann wird das ein Beispiel geben. Dann sind wir auch als Person spürbar. Also alles, was aus dem Herz kommt, kann gar nicht falsch sein. Und deswegen ist auch nochmal wichtig, sich selbst so gut zu kennen und auch wirklich gut ausdrücken zu lernen, was in einem selbst sich abspielt. Also je selbstverständlicher das Thema Hochsensibilität für einen selbst ist, desto weniger ist es für alle anderen auch ein Problem. Nehmt euch an, so wie ihr seid. So wie ihr seid, seid ihr einfach in Ordnung. Nicht besser und nicht schlechter als andere, einfach nur okay. Und alles, was es dazu braucht, um sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist, ist per se einfach mal gut.